Herzlich willkommen zur Schlacht gegen den Champ der Sinnoh-Region. Hier kommt Cynthia! Wie ist es dir ergangen? Ich möchte dir nochmal für deinen Einsatz damals beim Kraterberg danken. Du hast mit deinen Pokémon alle Hindernisse überwunden. Das bedeutet auch, dass ihr über eure eigenen Schwächen triumphiert habt. Außerdem sieht man euch regelrecht an, wie stark ihr auf eurer Reise geworden seid. Doch genug geredet, lass uns kämpfen. Deshalb bist du doch hier, oder? Schon. Als Champ der Pokémon-Liga nehme ich deine Herausforderung an! Jetzt wird's epic mit einem der legendärsten Soundtracks des Pokémon-Universums. Hier kommt der Kampf gegen Cynthia! Und auch einem Pokémon, das für sie steht, Krypok. Ein interessanter Hintergrund. Ja, wie willst du so einen langweiligen Raum interessanter machen? Fast schon ein bisschen zu auffällig. Gegner Nummer 1. Krypok. Wie geht man Krypok an? Typ Geist und Licht. Ja, dann überlegt mal, was für ein Typ ist effektiv gegen Geist und Licht? So ziemlich nichts. Damals war es wirklich nichts. Nur Typ Fee ist sehr effektiv auf Krypok. Die meisten sind normal effektiv. Ein Gerät. So wie Cynthia auch. Ja, ich bin tatsächlich auch. Ich reihe mich ein als Fanboy. Aber auch aus dem Grund, man hat Respekt. Ne? Also, das ist in der Tat ein Trainer. Nach all den Dullis hat man es hier jetzt echt mal mit jemanden zu tun, der weiß, was er tut. Krypok konnten wir schon mal zermürben. Das ist ein Anfang. Man sieht wenigstens auch, dass er auf dem Podest ist. Früher war das ein bisschen uneindeutiger. Da waren viele der Meinung, so ein Krypok schwebt wie ein Nebulak. Ist aber nicht so. Lucario, das ist eine Hausmarke. Lucario ist schon ein Hammer. Das glaubt ihr gar nicht. Das eben gesehen mit den Fliesen? Ich muss gleich nochmal drauf achten. Dann machen wir Nahkampf. Sehr effektiv auf Stahl. Oh, Aurasphäre, das tut weh. Eieieiei. Aber okay. Vielleicht jetzt nochmal, wenn das Pokémon down geht, achtet mal auf die weißen Fliesen um den Pokéball herum. Ja. Weiter hinten sind die Fliesen alle so gerade, aber zum Pokéball hin sind die so ein bisschen verzogen. Als wäre das ein schlechter Photoshop-Filter. Kennt ihr das? Was ist das denn? Der innere Monk? Da werde ich ja zum Autisten, wenn es so weitergeht. Gastrodon, Alter. Venus Liebes for the win. Ah, nicht mehr so viel. Nicht mehr so viel Blatt. Da sieht man es. Oh mein Gott. Es stört mich irgendwie. An manchen Stellen, also die Fliesen sollen eigentlich gerade sein, weil die hinteren sind auch immer gerade. Aber um den Pokéball herum wird's schief. Ah, Blattgeißel. Ein Gastrodon kann ordentlich was wegstecken. Aber nicht bei dieser Vierfachschwäche. Oh, Freunde, wir gehen doch ab wie ein Zäpfchen. Drei Pokémon schon weggedönert von sechs. Hat sich gelohnt, auf alles eine Antwort zu finden. Jetzt hat Panferno natürlich ein bisschen schon gelitten, aber ich probiere es trotzdem. Sie hat gute Pokémon, aber ich glaube, Roserade ist sogar das schwächste Glied in der Kette. Dann mal los mit dir. Na, schade. Was Cynthia auch gefährlich macht in unserer Situation, ist, dass sie zuerst angreift die ganze Zeit. Die hat auch einen höheren Level. Die kann doch nichts gegen Bronzong ausrichten, großartig, oder? Kann ich ja ganz kurz mein Panferno wieder auf die Beine stellen, während Bronzong hier einen auf Kanonenfutter macht, ist das im Bereich des Möglichen. Werden wir doch mal sehen. Wolle Rose kaufen? Nein, will ich. Oh mein Gott, ist so viel. Also das Thema von wegen Antworten auf Sachen haben. Auch Cynthia hat Antworten. Ich möchte Panferno so nicht einwechseln. Das wird nicht funktionieren.
Wenn ich jetzt also Snebona leider auch opfere, tut mir ein bisschen leid, aber so können wir das dann deichseln. Ist eine unschöne Taktik. Aber die Level, ne? Die Level. So, und jetzt Panferno. Tatsächlich hatte ich kurz eine Störung. Natürlich beim Champ. Muss sein, muss sein. Falls ich ein paar Sekunden nicht geredet habe. So, aber das... Ja. Meine Fresse. Bleibt nur zu hoffen, dass Flammenwurf ausreichend ist. Ich bezweifle das langsam. Gut. Boah, ich glaube ein paar Level niedriger und wir würden hier zerrissen werden. Also wir haben niedrigere Level als sie, aber wir werden trotzdem relativ gut genommen, Alter. Finde ich gut. Ja, du musst ja auch eine Herausforderung. Ja, Melotic, genau. Du musst ja eine Herausforderung haben. Ist ja in Ordnung. Jetzt geben wir die Blattgeißel AP aus. Alter, Melotic. Nicht unterschätzen. Das Ding steckt die Blattgeißel aber weg. Oh mein Gott, der Eisstrahl. Moment, ich muss mir eine Taktik überlegen. Dass jetzt das auch noch nicht mal getroffen hat, ist ja die Höhe. Gegen Melotic. Du kannst nix. Du kannst vielleicht ein bisschen durchhalten, okay? Du kannst nix. Melotic ist nur Wasser, oder? Du kannst nix. Hypnose ist vielleicht eine Option. Drachenklaue, Knirscher, Eisenschweif. Boah, nee, Knackrack ist natürlich durch Typ Boden da ein bisschen... Obwohl... Ja, aber boah, was? Also erstmal brauchen wir die Blattgeißel wieder, weil ich weiß nicht, wie wir Melotic überhaupt angreifen wollen. Wo ist mein Shiny Shinux, wenn wir es brauchen? Jetzt treffen wir auf Widerstand, meine Damen und Herren. Schaut da im Sonnenlicht, da kommt es. Shiny Luxtra ist zurück. Nein, leider nicht. Also Wasser ist gegen ihn normal effektiv, gleicht sich aus. Die Frage ist, kann er lange durchhalten? Ja oder nein? Wir brauchen Venofliebes. Habt ihr mal gemerkt, wie wichtig Venofliebes geworden ist, ne? Man hat ein bisschen... Oh, Eisstrahl. Ja, ja, ich hab... Man hat ihn ein bisschen belächelt, den Venofliebes. Aber die Wahrheit, ne? Oh lol, wir sind gleich am Arsch. Also Panferno nutze ich jetzt nur, damit ich ihn nochmal heilen kann. Ich sehe, welche Ausmaße das annimmt, die Situation gerade. Also Melotic ist jetzt... Melotic? Oh, schade, ich habe Vergiftung. Sonst hätte es mir eine Runde geschenkt. Neutralisiert das Gift aus eigener Kraft. Ich sehe das alles ein bisschen sehr kritisch. Vielleicht kann Snebuna noch ein bisschen bestehen. Wir brauchen Snebuna ohnehin. Ey, danke Panferno, dass du mir ja noch ein bisschen Mut gemacht hast. Aber fair finde ich das nicht. Also hätte ich die Option, dass man das ausstellen kann, diese Sympathie, Gnade vor Recht, dann würde ich es tatsächlich ausstellen. Jetzt zählt es halt, wie stark Blattgeißel tatsächlich ist auf Melotic. Und Melotic wird das wegstecken können. Locker.
Wenn ich nicht sogar einfriere. Locker. Ach du. Das kann ich ja gar nicht. Der Lage werde ich ja gar nicht Herr. Wenn ich jetzt noch eine Runde angehe, ja? Wenn ich jetzt noch eine Runde mache, wird Milotic Venufliebes wieder zermürben. Es ist leider das Beste. Alter, was eine Nahaufnahme. Was ein Zoom auf Cynthia gerade. Es wird das Beste sein, leider, diesen Move zu machen. Also ich erkenne die Gefahr. Nur damit wir uns hier richtig verstehen. Ich weiß genau, wie das hier läuft und laufen kann gerade. Und mir wird Angst und Bange. Ich merke, dass Boyelin ganz schön gut tankt. Das geht mir aber zu nah in eine falsche Richtung. Wisst ihr, was ich meine? Das geht mir in die Top-Genesung-Richtung da oben. Das geht mir zu sehr in die Top-Genesungsrichtung. Wer möge es ihr verdenken, ich mache dieselbe Chose. Aber sie bleibt verbrannt durch das Heißorb. Boyelin reagiert blitzschnell. Boyelin wird jetzt so lange drin bleiben, bis er besiegt wird von. Ja, macht Knackhack auch. Bis er von Milotic besiegt wird. Mit Venufliebes direkt in die Vollen gehen kann und wahrscheinlich auch muss. Jetzt überlegt mal selbst mit, was wäre eine Option mit den Pokémon, die wir haben, die auf vieles eine Antwort wissen. Diesem Tank eines Wasser-Pokémon, den wir nicht mit Elektro behandeln können, weil wir kein Elektro haben, sondern mit Pflanze beikommen müssen, jedoch unser Pflanzen-Pokémon gegen das Eisstrahl des Milotic alt aussieht. Und wir halten. Venufliebes hält maximal einen Eisstrahl durch. Und wir müssen auch hoffen, dass Venufliebes dabei nicht eingefroren wird. Wir müssen also eine komplette Runde in unserem Team drehen, wenn du so willst. Für jeden Versuch, Blattgeißel einzusetzen. Und es muss auch noch passen. Hope is lost. Das muss auch noch passen. Das ist schlecht. Oh, Markus, denk doch nach. Dadurch, dass ich das wechsle und jetzt Eisschlag eingesetzt, wird das Knackhack doch sowieso weg. Ich wollte ja zu Knackhack wechseln, weil der wegkommt, aber ich habe den doch noch gar nicht geheilt zum Einwechseln. Jetzt können wir halt einen einwechseln, der. Das wäre natürlich übelst bescheuert. Ja, das ist auch das Pech, ne? Da ist mein Pech. Mal wieder. Ne? Also nicht beim Lotto kommt irgendwie alles zusammen, wenn ich mal Lotto spiele. Nee. Wenn, dann passen die ganz besonderen Kombinationen hier. Ey, Panferno, du bist der Beste, ne? Kommen wir schon wieder in eine Ecke, die mir nicht gefällt, so von der Effektivität her. Da kommt die schon wieder der Top-Genesung zu nahe. Es muss halt richtig im richtigen Moment passen und stimmen. Das ärgert mich.
Da bitte ich um ein bisschen Geduld. Das ist Leaf, ne? 3, 4 Pokémon von der haben wir weggeklatscht wie nix. Aber das ist jetzt, wo ich mir schwer tue. Elektro for the win. Jeder, der einen Luxtra dabei hat, hat die Probleme nicht. Ich meine, ich könnte natürlich... Ja, ich spiele mit dem Feuer. Oder besser gesagt, mit dem Eisstrahl. Nicht eingefroren, es reicht leider nicht. Oder machen Critical? Nein. Ich sehe, in was das redet. Es ist doch erkennbar, wohin das hier läuft, ne? Ich kann eigentlich nochmal angreifen, weil jetzt kommt Top-Genesung. Zweimal muss ich treffen. Dass mir das nicht vergönnt ist. Überreste sind nicht ausreichend dafür. Lasst mich meine Optionen abwägen. Wird... Was wird passieren? Gut. Und du kannst es überleben. Gut. Ja, Boyelin, es tut mir echt leid, dass du hier der Prügelknabe bist, ne? Aber alles fürs Team. Leute, ich zieh meinen Kopf ja noch aus der Schlinge, ne? Ich finde, ich wurschtel mich irgendwie durch. Ich finde schon Wege, ne? Das ist kein Problem. Ne? Da sieht man, wie wichtig es ist, auf alles eine Antwort zu haben. So, aber... Ach, nee, die wird noch keine Top-Genesung einsetzen, oder? Wird sie noch nicht. Und dann können wir endlich Milotic weghauen. Endlich, finally! Mhm. Da lohnt es sich, ne? Da sieht man, Pokémon, die schon lange im Team sind, die halten besonders lange durch. So, was kann man jetzt einen Strich durch die Rechnung machen? Einfrieren dank Eisstrahl? Oder was wird's sein? Einfach nicht treffen? Genesung? Moment, nee, 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 nee. Das ist nicht schlimm. Ja. Damit kann Venusaur es ja nochmal. Jetzt könnte Milotic natürlich Genesung spammen die ganze Zeit. Es hat sich was verändert. Wird es jetzt ein Spiel, wessen AP gehen zuerst down oder was? Genesung? Oh, nee, Genesung bringt mehr als Blattgeißel ausrichtet. Das ist nicht zu glauben. Was wird denn das jetzt? Ich glaube, die hat keine Eisstrahl-AP mehr. Das wäre eine Erklärung. Hat verfehlt. Okay. Ich verstehe. Oh, es hätte ja mal ein Ende nehmen können. Die hat wirklich keine Eisstrahl-AP mehr. Die hat keine Eisstrahl-AP mehr. Geschieht ihr recht, Mann. Das sind 10 AP, aber... Ja gut, doch, doch, das könnte hinkommen. Siedewasser, das würde die niemals machen. Freunde, es geht weiter. Kommt zurück aus der Küche. Ah. Die unendliche Geschichte. Teil 5. Jetzt kannst du Venusaur nichts mehr. Also mit Genesung um dich schmeißen. Bescheuert. Muss weiter dranbleiben, damit jetzt endlich mal ein Pokémon fällt. Fantastisch. Ja, besser als alles zu One-Hitten, ne? Da sehen wir mal ein bisschen Pokémon-Strategie, nennen wir es vorsichtig. Also ich sag mal, in Competitive-Pokémon-Kämpfen, da ist ja auch manchmal
der Wurm drin. Komm schon, trau dich. Schön, dass wir auch die Chance haben. Wir machen jetzt, Alter, gleich. Wir machen so lange, bis Milotic Verzweifler einsetzt. Sind wir uns da einig? Alles klar. Das kommen, das erleben wir noch. Ja, Gott verdammt. Das ist halt. Stellt euch vor, Cynthia hat jetzt auch noch Ether zur Hand. Gutes Top-Elixier. Oi. Aber ja, sie wehrt sich, ne? Das ist doch, es ist doch jetzt nicht übel zu nehmen, ne? Dass sie sich versucht zu wehren. Keiner geht einen Schritt zurück oder vor, ne? Das ist. Was war jetzt irgendwie falsch? Warum hat das jetzt nicht so viel abgezogen? Warum hat das jetzt nicht so viel abgezogen, wie es soll? Warum hat das nicht so viel abgezogen, wie es soll? Warum? Wegen dem Feuer, das ich Verbrennung wurde geheilt. Jetzt würde mich wirklich interessieren, ob das Venofliebes gehemmt hat. Ist das generell so oder ist es irgendwie einer Fähigkeit oder irgendwie irgendwas geschuldet? Das möchte ich jetzt erstmal rausfinden. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass auf jeden Fall Venofliebes Schwächer angreift, wenn es verbrannt ist. Habe ich irgendwas noch nicht mitgekriegt? Das ist irgendwie eine Pokémon-Regel, die ich noch nicht kannte, aus Gründen, oder? Oder wie kommt das denn jetzt? Ich dachte, das wären 10 AP mit Genesung. Komm schon, mal jetzt weiter. Es ist doch. Wollte jetzt keine Überlänge für diesen Part provozieren, so. Ich sehe auch keine bessere Option. Wenn es ein bisschen mehr bringen würde, dann könnten wir doch langsam mal Milotic zum. Oh, jetzt ist es down. Danke. Wahrscheinlich sind die AP für Genesung jetzt aufgebraucht. Und das war's. Oh, jetzt werde ich nicht mehr so stark angreifen können. Ach, Kinder. Aber es kann sich nicht. Jetzt kommt Top-Genesung, ne? Jetzt kommt Top-Genesung. Na gut, es kann sich ja nicht mehr, ne? Es ist ja. War jetzt witzig. War witzig. Aber. Dass dieses Milotic auch noch Genesung kann, was kommt als nächstes? Was ist denn eigentlich die vierte Attacke von ihm? Neben Siedewasser. Oh, das war doof. Ich dachte, das könnte reichen. Seht ihr mal. Eigentlich ist Blattgeißel mega stark, aber man sieht's nicht. Kann's nicht erkennen. Blattgeißel wird nicht reichen. Ich muss halt. Ach, jetzt ist es auch wieder. Ich muss halt den Finish setzen damit.
Ich muss umgehen, dass Cynthia noch eine Top-Genesung raushämmert. So schnell wie die Pokémon davor down. Down waren, so langsam geht es bei den anderen. Heile dich. Dann mach nochmal Samenbomben, los. Wenn du fliebst, heilt sich ja regelmäßig von selbst. Jetzt sind wir in Schlagdistanz. Spiegelcape ist die letzte Technik. Okay. Dass er die Verbrennung nicht los wird, das wird nicht reichen. Aber kommt doch keine Top... Ja, jetzt halt, ne? Oder die Top-Genesungen sind leer. Herr im Himmel, dankeschön. Also, das war mal wieder, ne? Das war... Also, da müssen wir uns was einfallen lassen für die Rematches. Wenn du fliebst, Level 100, let's go! Ist doch nicht witzig, oder? Ist nicht witzig. Fand ich auch nicht so witzig. Gut. Ich bin ja schon komplett raus. Wir spielen Pokémon. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so in die Ecke gedrängt worden bin. Ich will nicht aufdringlich sein. Ja, komm. Du kriegst doch die letzte Blattgeißel von mir ab. Ich verschwende Zeit, ne? Wenn dieses Knackrack schon mit solchen Schoten beginnt, kann mir das auch ganz schön wehtun. Level 66 sind wir hier. Rauhaut. Schön, dass ich fast nur physisch angreife mit meinem Team. Enofliebes hat kein probates Mittel. Wir haben Eis, wir haben Drache gegen Drache. Aber der wird schneller sein als mein Knackrack. Ich weine. Kann er was gegen Boelin ausrichten, ist meine Frage. Erdbeben gegen Panferno. Panferno kann nichts unternehmen. Alter Gifthieb. So, Venufliebes. Ruh dich aus. Stimbona muss mit Eis attackieren. Das ist vierfach stark. Gibt es ein Mittel, diesem Knackrack mit Lawine Einhalt zu gebieten? Stimbona überlebt das nicht. Gute Nacht. Unterlevelt. Es muss in irgendeiner Form funktionieren. Eis wird ihn besiegen. Wir setzen auch Erzwinger ein, dass immer 2 AP von Erdbeben weggehen. Aber so viele Top-Beleber habe ich nicht. Wow, mach doch nicht diesen. Okay. Erdbeben, ja? Erdbeben ist sehr effektiv gegen Bronzong. Und Erdbeben ist sehr effektiv gegen Panferno. Gegen das andere Knackrack würde er vermutlich eine Drachenattacke einsetzen. Deswegen ich jetzt zu dieser Taktik greife. Die wird nicht schöner. Ich sag's euch, wie es ist, die wird nicht schöner. Er muss verdammt nochmal seine Erdbeben-AP loswerden. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Die Init macht's. Viele meiner Pokémon haben eine niedrige Init, aber selbst die, die eine gute Init haben, können hier nicht bestehen.
Und ich sehe die einzige Chance darin, dass Nibel, Snibunna natürlich, angreift. Dazu darf sie aber kein Erdbeben abbekommen. Oh, shit, man. Ja, Erdbeben ist halt auch, ne? Schwertanz. Das spricht eine eindeutige Sprache. Ist Erdbeben denn schon aufgebraucht? Unrühmliche Taktiken, aber mein Ziel ist eben der Sieg und nichts als das. Als ob der tatsächlich noch Erdbeben kann. Hat das eben gegen Bronzong nicht eingesetzt? War ein Antäuscher von ihm, hä? Du kleiner Rabauke. Muss ihn zermürben. Erdbeben muss weg, Snibunna muss angreifen können. Das ist das Einzige, was zählt. Sobald er nicht mehr Erdbeben einsetzt, wir können ja auch mitzählen. 10, ne? Oder? Warte mal. 10, ja. Ich habe eine große Herausforderung erwartet in der Pokémon-Liga, aber mit nur wenigen Level unter dem Gegner hat man hier auch keine guten Karten. Gifthieb, mein Freund. Soll ich dir jetzt glauben? Wir wagen es, aber wehe, du hast angetäuscht. Ich habe nicht mitgezählt. Aber es könnte sein, dass 10 weg sind, wenn die ersten beiden von Erzwinger waren. Drachenklaue. Ich sehe nicht, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Einzigen Attacken, die sehr effektiv sind, sind Lawine und andere Drachenklaue. Er hat halt Schwerttanz gemacht. Stahl auf Drache. Drache auf Stahl bringt auch nicht so viel. Boah, ist das ein widerlicher Kampf hier. Möchte... Weiß nicht. Was möchte ich? Das Einzige, worauf Drache nicht so effektiv ist, ist Stahl. Aber selbst das... ist heftig. Keiner kann das wegtanken. Knackrack brauche ich nicht einwechseln. Absoluter Humbug. Ich will jetzt was sehen. Wie sehr verletzt ist Bronzong? Durch das zweimal Schwertanz. Ich hasse mein Leben. Es hat keinen Zweck. Es hat so keinen Zweck. Also das Einzige, was... Und nominiert für den unattraktivsten Pokémon-Kampf aller Zeiten ist
Let's Play Markus 2021 gegen Cynthia bei Let's Play Pokémon. Strahlende, diamantleuchtende Perle. Dabei fing es so gut an. Die ersten vier Pokémon sind gefallen wie die Fliegen. Hat mich Snibunna denn nicht lieb genug, dass sie einmal durchhält? Sei einmal gewagt, Freunde. Gifthieb! Ich kann nichts mehr machen, Alter. Naja, Gift bringt nichts. Aber auch gar nichts auf Stahl. Nicht das, wenn er jetzt keine EP im AP mehr hätte. Hat er noch. Also ihr seht mich verwirrt. Ich werde Snibunna jetzt wegen Erzwinger immer wieder einwechseln. Das ist... Ich sehe keine andere Taktik, als dem AP wegzunehmen. Es ist sehr traurig, aber... So haben wir uns also hinentwickelt. Ich könnte Panferno und Bojelin beim Wiederbeleben bevorzugen, damit die vielleicht einmal überleben aus Sympathie. Und du dachtest, es könnte nicht schlimmer werden nach Milotic, ne? Was haben die Leute gedacht? Die Leute gedacht. Wie gesagt, das andere Knackrack ist absoluter Humbug. Zumindest solange Drachenklaue existiert. Und das hat auch nur 10 AP. Nochmal zum Betonen. Der Zwinger von Snibunna bewirkt, dass jedes Mal 2 AP weggehen, auch in diesem Falle von Drachenklaue. Sieh mal einer an, Snibunna kann doch durchhalten, wenn es will. Kam er leider vergleichsweise spät ins Team. Als allerletztes. Andernfalls wäre es natürlich eine Option gewesen. In diesem Gefecht. Auch wenn ich es nicht mag, dass man das auch noch mit einbezieht, ne? Erzwinger, meine Damen und Herren. Ich bin auch schon ein bisschen am Ende. Ich denke mal, ihr auch. Da werde ich tatsächlich, sobald dieser Kampf zu Ende ist, ja, einen Cut setzen, damit dieser Part halt wirklich nur aus dem Kampf besteht, wenn man so will. Oh, die Beleber sind weg. Top-Beleber für Snibunna, die letzte Chance. Dass er Schwert-Tanz einsetzt, ist halt, er würde sowieso alles one-hitten, ne? Oh mein Gott. Kann der nur noch? Er kann nur noch Gift-Hieb! Er kann nur noch Gift-Hieb und Schwert-Tanz.
Was für ein Kampf. Irgendwie ist es auch interessant, oder? Irgendwie ist es auch ein interessanter Kampf. Wenn wir jetzt bei allen 6 Pokémon so rumgealbert hätten, ne? Nehmen wir es als Ausnahmezustand, als Kontrast zu den ganzen Losern, die wir im Laufe des Abenteuers bis hierhin bezwingen mussten. Und? Wird er es überleben? Knackhack ist aufgewacht. Gift-Hieb. Natürlich. Natürlich, natürlich. Was denn auch sonst? Oh, Moment. Die Sache mit dem Beleber, ne? Ach, die Sache mit dem Beleber. Ponson kann schalten und walten, wie es will. Aber auch genug Schaden machen, um... Ja, oh mein Gott. Ist noch nicht vorbei. Ich habe zu viel Spaß, um vorzeitig aufzugeben. Du hast Spaß hier dran, ne? Ja, genau. Gut. Bringen wir es zu einem Ende. Nein? Hast Spaß, ne? Hat Spaß. Knacker kann seinen Angriff nicht weiter erhöhen. So siehst du aus. Ja, aber da kann jetzt auch nichts mehr, ne? Na doch. Bester Kampf of all time, das war es. Meinungen dazu in die Kommentare. Der Part ist zu lang. Bis zum nächsten Mal. Uff und bis dann und ciao.